nächsten Schraubstock. Wie im letzten Video gesagt, machen wir heute Holz. Es ist eiskalt. Minus 8 Grad oder so. Ja, heute Morgen hat es wahrscheinlich minus 10 gehabt hier. Jetzt scheint Sonne. Es taut langsam. Aber wir tun jetzt erstmal Holz hochrücken. Da ist ganz schick, dass so gefroren ist. Eben die Stämme da unten haben wir ja gesägt in der Stadt letztes Mal. Und die tun wir jetzt mit unserem Stahlseil hochrücken. Und da wir jetzt nur mit dem Traktor unterwegs sind, mussten wir alles mitnehmen heute. Also Zäg, Seil, das Rohr, Kanister. Also sehr viel Zeug. Aber durch die verschiedenen Halterungen hier dran klappt es ganz gut hier. Naja, also wir fangen da. Natürlich ein bisschen enttäuscht, dass der jetzt schon hier ist. Also, dass jetzt kein Ruder ist. Hätten wir schon gewusst, aber dass der hier ist. Das Metallteil, das Metallding, sitzt der Holzrechner drin. Das spiele ich einfach ab, aber das ist ja voll gut mit dem Holz. Ja, so die Brandmaschine einfach wieder. Fragen da nochmal nach, was da los ist. Wir fangen jetzt vor oben an.
Ja, wir machen jetzt ja hier Bike mit dem Rechterholz. Die sind ja jetzt alle ziemlich kurz gewesen. Und jetzt spalten wir wieder volle Länge. Ich glaube, die haben wir 120 gesägt. Also volle Länge. 123 oder so gehen in Spalter rein. Und dann sägt man nachher die noch, wenn die zu lang sind. Die Rugel, die wir nachher sehr spannen. Da vorne hatten wir jetzt so einen Schlauch, mit dem deren wir das Abgas da vorne rein, raus, dass wir das jetzt so abbekommen. Naja, weil der ist jetzt so gekriegt, wenn man einen Abgas start, jetzt mal hauen wir wegen Kopf rein, okay. Naja, der ist nicht so schön. Ja, hier haben wir eine brutale Rugel. Ich werde ihn da noch zum Schanzer. Ja, ich muss helfen. Wir machen jetzt Mittag und ja, wir haben jetzt gerade wieder das Problem mit dem Runterlauf geht. Der Bügel ist jetzt wieder ein wenig verbogen, aber der Holzner für den Stammheber sind sich vorher durchgebrochen ohne Belastung und der Torsappel ist auch hier gegangen und deswegen fahren wir jetzt schön über den Mittag noch zum Landmaschinenhändler und machen wir halt Mittag weiter, wenn wir genug Holz da. Hast du denn das Holz? Also, wir fahren. So, wie ihr seht, sind wir Nachmittag wieder hier. Wir waren beim Patrick Dürr, Landmaschinenhändler. Mal wieder. Und der Bügel wurde wieder gerichtet. Es funktioniert auch, aber mal schauen, ob wir heute Abend wieder rausbekommen. Ja, wir spalten jetzt weiter. Naja, auf dem Hinweg hier wieder. Ist uns beim Stammheber hier ist die Schraube, damit der, wenn der in der Transportposition ist, der hier dran mit der Schraube befestigt. Die Schraube ist losgegangen während der Fahrt. Dann ist er runtergefallen auf die Straße. Die Schraube haben wir nicht mehr gefunden. Ja, also ist wieder was sehen, aber nicht so tragisch. Wir können ja weiter schaffen. Genau, ja, weil jetzt das hier weiter auf die Beine, genau. Ja, wir haben da jetzt auch schon ein ziemlich graues Bike da. Das geht sicherlich schönere Bike, aber das Holz ist ja jetzt so schön. Ja, wir sind da kräftig am Spalten. So,
so hier, das verdrehte Ehrenholz, wo zum schlecht zum Spalte war mit dem Spalthammer. Er gaut hier mit dem Spalter richtig gut. Der folgt dann der Drehung. Das ist schick. Die Beige, also das ist fertig. Da war ja auch Holz, das haben wir auch noch da auf die Beige geschmissen. Jetzt tun wir hier die Säge, wo wir heute Morgen hochgedrückt haben. Jetzt tun wir jetzt Säge noch Spalte und hier machen wir noch eine extra Beige für die. Genau, damit es schneller ist. Wird auch bald lang dunkel, deswegen müssen wir jetzt Gas geben. Angefangen haben, hören wir auch auf. Wir haben jetzt viel Kraft. Die Bike da, vielleicht sehen wir uns noch. Und naja, vielleicht machen wir morgen früh noch was, aber das Wetter soll schlecht werden. Und naja, dann sieht man sich im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Abo da lasst, damit ihr es nicht verpasst, das nächste Video. Und ja, ade.